So, in Azuria City sind wir dann mal wieder. Ich habe offscreen mal den ganzen Weg hier, die Route entlang gemacht. Den Weg kennt ihr schon durch den Tunnel hindurch und dann Weg Nuff von Urania City nach Azuria City. So geheim ist das ja nicht. Habt ihr schon einmal gesehen und muss ich nicht nochmal zeigen. So, du Mann, da einmal Zerschneider einsetzen, können wir jetzt hier durch. Und sind wieder in Azuria City. Team ist geheilt, wie ihr gesehen habt. Und was hatte ich für einen Tipp? Westlich vom Pokémon Center gibt es ein Haus. Dort gibt es etwas, was wir erhalten sollten. Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Würdest du dich diesem Bisasam kümmern? Zwecke hält Bisasam. Möchtest du Bisasam einen Spitznamen geben? Nein, möchte ich nicht. Ist nicht genug Platz für das Pokémon. Es wurde mittels PC in eine Box transferiert. Kümmere dich um Bisasam. Und da seht ihr das Bisasam verschwinden. Und ja, wir haben einen Bisasam bekommen. Hier in diesem Haus, westlich vom Pokémon Center, also direkt das Haus daneben links, ist das Haus, in dem ihr das dritte Starter-Pokémon erhalten könnt. Bisasam. Ihr könnt in diesem Spiel, also wie ihr seht, ein Glumanda, ein Shiggy, ein Bisasam erhalten. Ja, Bisasam heißt das. Und ja, so ist es. Hier das Bisasam. Glumanda kriegt ihr oben bei Bill. Da müsst ihr hier über die Gold-Nugget-Brücke, ne, Gold-Nugget heißt es nicht, aber Nugget-Brücke hoch zu Bill und dann von ihm erhaltet ihr ein Glumanda und das Shiggy erhaltet ihr unten in Urania City, das haben wir im letzten Part gesehen. So, und jetzt müsste ich hier irgendwo weiterkommen in die nächste City. Solange wollen wir uns hier nicht in Azuria City aufhalten. Das ist dann auch wieder passé. Boah. Einmal hier durch. Das Haus, die haben übrigens immer noch nicht aufgeräumt. Wieso denn auch? Man kann ja für Ewigkeiten darauf rumreiten, dass man ausgeraubt wurde. Wieso aufräumen? Wieso das Ganze vergessen? So, und hier können wir jetzt auch durch. Da haben wir jetzt ja Zerschneider. Können wir jetzt einfach Glumanda nehmen und Zerschneider einsetzen. Ich muss, glaube ich, ein bisschen leiser sprechen, weil es ist schon Nacht. Ich drehe das Ganze hier um wie viel Uhr? Ist eigentlich egal, also es ist schon Nachtruhe und deshalb sollte ich nicht so dolle schreien, weil Nachbars sind ein bisschen intensiv darauf reagierend. Du trägst Pokémon bei dir, lass uns kämpfen. Ja, sehr gerne sogar. Ja, damit. Vier Pokémon. Ja, das sollte ein wenig dauern, aber wir sollten das hinkriegen. Ist noch nichts, woran wir gescheitert sind. Pokémon-Kämpfe im hohen Gras oder Trainer-Kämpfe am Wegesrand. Daran sind wir noch nicht gescheitert. Glaube ich zumindest. So, was ich vielleicht mal sagen wollte, was vielleicht auch hier gut reinpasst, ist jetzt ziemlich so der 10. Part schon. Ist zwar noch nicht, ich glaube, das ist noch nicht ansatzweise die Hälfte erreicht. Was, wieso habe ich jetzt heute eingesetzt? Was bringt, soll denn das bringen? Stachelsbohre. Aber ich würde schon mal so zum 10. Part so mal
ein Anfangsfazit so ein bisschen ziehen. Ich weiß, das ist eigentlich erst im letzten Part beim Outro dran. Nein, nicht beim Outro. Wer ist das? Bei den Credits ist das eigentlich erst dran, das Fazit, dass ich das mal ziehe. Aber ich wollte vielleicht schon mal so den ersten Eindruck sozusagen von den ersten 10 Parts mal verkünden. Und der ist sehr positiv, also diese Let's Play-Reihe begeistert mich sehr, also ich habe sehr große Freude an diesen Parts und mache es sehr gerne. Deshalb nehme ich auch gerade ein Part in tiefster Nacht aus, und weil es mir auch einfach Spaß macht, weil es mir Freude bereitet. Es hat ein bisschen was Besonderes. Es ist ein bisschen was anderes als die anderen Pokémon-Spiele, die ich gespielt habe. Es hat irgendwie ein bisschen einen Funken mehr Magie als die anderen Spiele, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe es, glaube ich, schon im ersten Part mal erwähnt oder im zweiten. Ganz genau weiß ich es nicht. Ich habe es mal erwähnt. Es ist irgendwie so, ja, Nostalgie ist es nicht, weil ich habe es noch nie gespielt. Ich spiele das Ganze jetzt hier blind. Es ist mir unbekannt. Donnerblitz mal getestet. Aber es ist irgendwie, ja, es ist die Grundlage zu den späteren Editionen, also zu der vierten Edition, meinem ersten Pokémon-Spiel, was ich gespielt habe, Pokémon Diamant. Das sind die Grundlagen, die hier drin liegen, und das erkennt man auch, dass das irgendwie das Wesen ist, dass die späteren Pokémon-Spiele daraus entstanden sind. Und bisher habe ich ehrlich gesagt so noch nichts gefunden an diesem Spiel, wo ich gesagt hätte, das gäbe einen Punkt Abzug, also. Sonst gibt es da immer so Punkte wie die Arena-Kämpfe oder die Trainer oder die Herausforderungen, die sind so ein bisschen schwer und machen dann irgendwie beim vierten Versuch dann keinen Spaß mehr, aber wisst ihr was, den letzten Arena-Orden, den dritten Orden jetzt mit dem Major Bob, den haben wir beim ersten Versuch ganz überraschend geschafft, und auch beim zweiten Versuch wäre es nicht so langweilig gewesen, weil es ist irgendwie, es bleibt irgendwie spannend in diesem Spiel. Ich weiß nicht wieso, aber es ist halt irgendwie so. Es bleibt halt irgendwie immer eine Spannung mit dabei, und es wird insofern auch nicht langweilig. Deshalb, also, das war bisher mal so ein Kritikpunkt, der es für mich immer zumindest dazu gebracht hat, dass es schon ein oder zwei Punkte in der Gesamtwertung Abzug gab. Und auch die, wie soll ich es ausdrücken, die Pokémon-Vielfalt ist ja doch vorhanden, also man findet schnell neue Pokémon. Das ist in den neuen Editionen, ich würde sagen, nicht so dolle, da man da das Gefühl hat, irgendwie, man trifft in manchen Arealen nur auf dieselben Pokémon. Man hat zum Beispiel in einer Gegend nur Kleinsteins und nur Gyroks oder sowas, und ja, das sind jetzt, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, dass man halt irgendwie lange in einem Areal drin festhängt und dort halt nur 2-3 Pokémon zur Verfügung hat, und hier kommt man dann doch relativ schnell voran und findet auch schnell neue Pokémon. Was? Das war erst Nummer 1. Dann hat denn das jetzt gedauert hier. Ho, ho. Was ist das hier für ein Kampf? Oha. Habe ich jetzt hier Ewigkeiten an einem Pokémon gehangen?
Und das überrascht mich dann doch jetzt, dass das nicht schon zwei oder drei waren. Naja, Smetbo scheint es jetzt einigermaßen hinzukriegen. Mirapla! Nein, ich möchte weiterkämpfen. Och, Mann! Ich schwitze auch hier in meiner Bude hier. Glaubt ihr nicht? Hat keine Wirkung. Ja gut, Mirapla ist auch vom Typ. Ich kann schlafen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Um mal Real Talk zu reden, ich schwitze saumäßig. Ist heute ein warmer Tag gewesen, wenn ich das aufnehme. Der Tag. Gerade eben hat es ein bisschen gewittert, ein bisschen doll, aber verdammt heiß draußen. Bin heute aus der Tür gegangen und bin direkt auf der Türschwelle wieder umgedreht, hab mir gedacht, nee, bleibst du mal lieber drin. Bin dann doch rausgegangen, aber ja, bin dann ins Kino gegangen, wollte ins Kino ein Filmchen gucken, wollte ich eigentlich sagen, aber hab dann Filmkuckchen gesagt. Ja, ist halt schon spät. War ich Level 21. So, letztes Pokémon hier, oha, es wird aber mal Zeit. Pfadfinderin. Oh, ist eine gute Pfadfinderin. Ist eine gut gelernte Pfadfinderin. Kennen sich aus. Zumindest in Pokémon-Kämpfen. Oh. Heiß, heiß wie heute draußen. Konfusion noch einmal. Und dann haben wir's. So, haben wir den Kampf auch mal überstanden. Zwei Gibbsieg Pfadfinderin. Oha. Mann, das ist ein zäher Kampf. So, ich habe geschwitzt, zwar nicht da, deswegen, aber holla, holla. Holla, die Waldfee. Kann man da sagen. So. Ich möchte mal in das nächste City. Das nächste City. Gut, Zwergi. Reden geht bei Nacht auch nicht mehr. Joa, Vergiftung. Toll. Alle ich kann das Wort nicht aussprechen. Ihr wisst, was ich meine. Alle Leute mit Epilepsie sollten jetzt abschalten. Das wird ein bisschen ja, kritisch. Könnte ein bisschen kritisch werden für die. Nee, ich will nicht zurücklaufen. Was soll denn der Mist? Ich muss mal den Weg hier gehen. Dann muss ich halt noch gegen den hier kämpfen. Könnte sein, dass gleich Game Over gehe, aber dass gleich K.O. gehe, aber na gut. Muss noch gegen den kämpfen. Du hast keine Chance gegen meine Käfer, Pokémon. Wir wollen ja schließlich in die nächste Stadt und da müssen wir auch an den Trainern vorbei. Käfer-Sammler sitzt drauf hier ein. Wenn nicht, im Notfall müssen wir halt vom Pokémon Center nochmal neu losstarten. Ich muss Shigi unbedingt mal Blubstrahl beibringen. Das habe ich doch als TM im Dingens in der Tasche. Ja, bringt natürlich nichts, wenn du ihn jetzt hier Käfer-Pokémon antrittst. Da hol mal lieber Tauburger hervor. Und dann bringt dann vielleicht schon ein bisschen mehr. Ein bisschen, ein kleines bisschen. Mit Windstoß zum Beispiel. Könnte dann klein und nicht effektiver sein. Boah, so, klitzekleines bisschen. Robbys Attacke ging daneben, das ist doch schön. Dann kann ich hier mal hoch zu Keep einsetzen. Auch das mal gucken, wie viel das bringt. Bringt genug. So, da waren es nur noch zwei. Ach, der wird 12, das ist gut. Das war glaube ich unser Shigi, das hat sich weiterentwickelt. Nein, aber kein Scheiß reden, Zwergi. Hat sich nicht weiterentwickelt. Hat ein neues Level bekommen. Kein Item. Ah, durcheinander jetzt hier am Abend. Und wird Zeit, dass ich den Part zu Ende mache. Und ins Bettchen gehe. Und da gehöre ich hin. Um diese Uhrzeit. Heute ja, was ich hier für Scheiße labere. Ja, eigentlich nicht viel schlimmer als sonst immer, aber ihr merkt, es ist ein bisschen. Honey nun wurde besiegt.
Käfersammler des Bluts zog ein. Hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht, das haben wir noch nicht gesehen. Ein Knäuelchen mit Augen und Fühlern und Beinchen. Sieht aus wie so eine Motte, irgendwie so eine gemeingefährliche große Motte. Eine Bettmilbe eigentlich. Na toll, jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Bettmilbe. Na doch, kann ich. Kein Problem. Bettmilbe. Oh nee. Stell dir mal vor, solche Dinge hast du nachts unter deinem Kissen. Ich mit meinem epileptischen Anfall. Mal sehen, wann ich hier mal ankomme. Smetbo wurde besiegt. Okay. Nicht so schön. Da haben wir jetzt keinen Smetbo mehr. Ist unser Team, glaube ich, etwas hinüber. Tauboga haben wir noch. Okay, ja. Dann wird das noch machbar sein. So, wir müssten aber auch, glaube ich, gleich mal in Lavandia sein. Wenn ich das richtig sehe, hier ist noch ein Pokémon Center. Dann heilen wir mal dort unser Pokémon. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll, da das Team aufzuheilen. Aufheilen wird mein neues Wort. Das wird ein neuer Running Gag. Soll ich mal einen Bisasam mit ins Team nehmen? Ich finde mein Team eigentlich so ziemlich ausgeglichen und gut. Schauen wir mal so, was wir haben. Glumanda, Pikachu, Kleinstein, Smetbo, Tauboga, Shigi. Passt eigentlich. Ja, passt. Kleinstein, ja, war manchmal ein bisschen lästig, aber... Ja, es kann auch stark werden, wenn wir das trainieren. Es ist, glaube ich, ganz gut im Kurs gerade, also... Ich glaube, ich brauche das nicht. Ich mache mal hier oben eine Abstimmung. Da könnt ihr mal... Jetzt Abstimmung in der Info. Na, könnt ihr jetzt mal abstimmen in der Infobox, ob ihr es wollt, ob wir das Dingens. Das wäre es das. Ach Mensch, Gedächtnis ist auch nicht mehr so gut. In die Uhrzeit. Da ist noch eine Höhle. Wie toll, ich liebe Höhlen. Da sind bestimmt ganz viele Zubats drin. Und dann mal rein mit uns. So lang kann sie nicht sein. Was? Biss? Haben wir hier eine TM dafür oder? Wirbelwind? Tja, wie kommen wir denn hier durch? Kann das mir jemand verraten? Blitz könnten wir das machen, aber ich habe keinen Blitz. Ich kenne die Attacke Blitz nicht. Das wird etwas schwierig, hier im Dunkeln da durchzukommen. Ich meine, im Dunkeln ist gut munkeln, aber passt auch gerade zu nachts, aber wie zum Henker. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ja, geht irgendwie. Irgendwie wird es schon gehen, aber... Ja, ist jetzt nicht die beste Möglichkeit, hier im Dunkeln zu irren. Ich werde mal einen Schutz nehmen. Sieht jetzt natürlich episch aus. Ich habe nur 2 Schutz bei einer Höhle, okay. Und hier im Dunkeln... wo ich mich ständig verlaufe. Ja gut, was soll's? Blitz habe ich nicht. Müssen wir hier im Dunkeln tappen? Mami, ich habe Angst. Meine Pokémon wollen kämpfen. Los geht's. Achte diesen Trainer. Den habe ich natürlich nicht gesehen. Konnte ich dem da auch nicht umgehen. Naja, ist vielleicht gut so.
Kannst du mir vielleicht irgendwie leuchten? Lieber Trainer? Nicht? Was machst denn du hier so im Dunkeln, lieber Trainer? Sag nicht, du machst hier Urlaub im Dunkeln. Also, so ganz ohne Blitz oder so, dann würde ich da auch nicht rumstehen als Trainer. Also, und was ist dein Anliegen hier? Oh, Shady macht's ganz gut hier. Level 23 Dragosso. Ja. Das sieht doch gut aus. Lupstrahl noch immer und dann hat boah, das muss doch einige EP-Punkte geben für Shigi. Ja, Level 13. Pokémon X setzt Fleckmon ein. Nein, ich möchte weiterkämpfen. Naja, ich hätte auch wechseln können. Fleckmon, haben wir das schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Haben wir auch nirgends gesehen. So, ja, das bringt nicht mehr viel. Fleckmon Aussetzer. Was? Was soll denn das? Mach's kaputt. Mach meinen Shigi kaputt. Mach's K.O. Danke. Kann ich dann nächste einsetzen. So, vielleicht nicht gleich Manda, sondern Schmetzbo. Das ist dann ein bisschen effektiver. Dann komme ich hier ein bisschen schneller raus aus diesem Kampf. Oder auch nicht. Je nachdem, was halt wirksam ist. Ja, das ist natürlich sinnvoll, wenn meine Attacken nicht wirksam sind. Ich das fängt mal einen Schläfer. Da dauert der Kampf hier noch länger. Na toll. Haben wir hier wieder noch ein Stückchen Kampf. Superschall haben wir hier. Okay. Ist verwirrt. Das ist schön. Kopfnuss. Scheint was zu bringen. Tackle. Wird nicht sehr viel mehr bringen. Ja, so kann man sich durchkämpfen, aber ist jetzt nicht das Wahre. Konfusion. Irgendwann werden wir das Fleckmon auch besiegt haben. Irgendwann haben wir es auch. Und dann müssen wir weiter durchs Dunkle tappeln hier in der Höhle. Windstoß. Ja, das könnte was bringen. Könnte. Aussetzer, Schluck fehl, Hochzugieb. Los, mach doch endlich mal alle. Ich will das Fleckmon am Boden sehen. Windstoß. So, besiegt. Tauburger erhält EP-Punkte und erreicht Level 23. Oh, wird immer stärker. Zwecke besiegt Pokémoniac. Game over. Einige Pokédollar bekommen. Schutz wirkt scheinbar nicht mehr. Oder das Kleinstein hat sich durch den Schutz durchgekämpft. Was vorkommen soll. So, jetzt geht's hier im Dunkeln weiter. Ja, das sieht aus wie eine Treppe. Kein Ausgang, aber eine Treppe. Ja. Schutz bringt einfach nichts. Hat sich wohl mit dem Schutz. Du Mann, da kannst du nicht irgendwie eine Glut einsetzen und da irgendwas draus machen. Ich weiß, das geht nicht, aber funktioniert so nicht, aber wäre schön. Ein Trainer? Zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Schön für dich. Ein Pokémoniac mit einem Pokémon. Fleckmon. Ja. Haben wir Erfahrung mit Fleckmon. Nee, hol mal lieber Tauburger raus. Das kriegt es ein bisschen schneller hin. It's dunkel hier. It's very dunkly. It's zackeli duster. Zappenbooster. Ich weiß nicht, woher dieses Wort kam. Zacke die Duster.
So. Ich benutze immer so gerne für ganz schnell. Bewegt dich ganz schnell voran. Zack, die los da jetzt mal schnell hier durch die Höhle durch. Ist nur ein Gag geworden. Ja, das sieht nicht gut aus für Tauburger. Hoch zu Kieb. So viel es noch anrichten kann. Konfusion, das ist natürlich eine gute Attacke. Lohnt sich die anzusetzen. Ich hole mal meinen Kleinstein. Das kann doch scharf da. Das müsste vielleicht ein klein wenig effektiv sein. In der Höhle vielleicht scharf da. Ja. Bringt vielleicht was. Gräbt sich ein. Kleinstein scharf da. Ja. Bringt zumindest ein wenig was. Nein, halt aus. Ach. Mist. Pikachu, wieso kannst du eigentlich keinen Blitz, keine Attacke, die was bringt hier im Dunkeln? Und da wärst du hier schon viel schöner. In der dunklen Höhle. Und Donnerblitz. Donnerblitz, das könnte man doch auch einsetzen. Wieso nicht? Wieso nur Blitz? Wieso kann man nicht Donnerschock einfach mal in der Höhle einsetzen? Das ist doch mal eine kreative Sache für... Für... Wer ist das? Edition Nummer 8. Version 8. Ja, dann irren wir hier noch ein bisschen im Dunkeln rum. Ich sag trotzdem mal, hier schon an dieser Stelle, Daumen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr hier aus dem Dunkeln verpassen wollt. So, im nächsten Part geht es dann hier weiter im Dunkeln. Ich hoffe, wir finden hier irgendwie noch raus und verirren uns hier nicht hunderte von Parts langs. Hunderte von Parts langs, ja gut. Deutsch sprechen muss man können. Hier sieht es aus wie eine Sackgasse. Und da geht es weiter. Da war bestimmt ein Trainer auf uns. Nein, nun wird es zu matt. Ja, ich kann nicht mehr reden. Ich sollte aufhören. Davonlaufen. So ein Mist aber auch. Ich will aber. Lass mich fliehen. Du bist entkommen. Ja, dann gehabt euch wohl. Und haut Rinne. Ja, hier noch ein Arena-Letter. Noch ein Arena-Kampf. Quatsch. Ein Pokémon-Trainer-Kampf. Schauen wir doch mal kurz rein. Den überspringe ich dann einfach. Zwei Pokémon, den mache ich offscreen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part hier im Dunkeln wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.